Hallo, grüß euch bei CryptoTV, heute am Hubertikirtag beim Residenzplatz. Und ich würde sagen, wir schauen von da aus gleich wieder weiter zu den Verkabler. Die aufmerksamen CryptoTV-Zuseher wissen das ja sicherlich schon, dass eben genau hier am Mozartplatz die Verkabler-Aktivisten schon seit 2 Wochen einen Hungerstreik machen. Und gerade wo es da bei der Hubertikirtag daneben abläuft und der Murzrummel ist, so sehen die Leute, dass da andere Sachen auch noch gibt, die wichtigen sind, wie eben, dass man vielleicht ein Oberleitungskabel runter in die Erden runtergrabt. Doch bevor ich meine Eindrücke von diesem Tag euch näher bringen will, möchte ich vielleicht gleich erstmal zuallererst den Herrn Franz Fuchsberger sprechen lassen. Und natürlich unsere drei tapferen Aktivisten, die was schon so gute, fast mehr wie 2 Wochen schon in Hungerstreik sind. Okay, somit gebe ich jetzt erstmal das Wort an Herrn Franz Fuchsberger und danach schauen wir mal weiter, was so an dem Tag passiert ist. Und Besucher hier auf unserer Kundgebung von Verkabeln, ich möchte euch im Namen von Verkabeln und auch im Namen unserer tapferen Verkabler Hungerstreikenden hier recht herzlich begrüßen und fürs Kommen danken, denn dieses Kommen, das drückt auch eine Anteilnahme, eine Solidarität und eine Unterstützung für unsere drei tapferen Musketiere hier aus, und diese Unterstützung brauchen sie auch. Die Leute befinden sich heute den 15. Tag in Folge im Hungerstreik, und genau, das ist ein Applaus wert. Es ist so ein Mittel, das Mittel eines Hungerstreiks ist nicht unumstritten. Und es ist ein sehr drastisches Mittel, zugegebenermaßen. Und ich merke das auch, weil wir kriegen viele E-Mails und Zuschriften, wo sich auch Unterstützer von uns kritisch äußern und sagen, ob uns nichts anderes einfällt als ein Hungerstreik, und dass sie so einen Hungerstreik eigentlich gar nicht unterstützen. Und ich kann es auch verstehen, insbesondere in Österreich haben Hungerstreiks, sind nicht wahnsinnig positiv besetzt und sind kritisch betrachtet. Und was ich heute machen möchte, und das ist natürlich hier im Hubertikirtag, wo es rundherum lustig zugeht, ein interessanter Versuch und wahrscheinlich nicht ganz einfach, aber ich möchte es erklären. Ich möchte heute darlegen, warum sich hier drei Verkabler zu diesem Schritt entschlossen haben und dazu gegriffen haben. Ich möchte auch erklären, wie sich Verkabeln als Verein dazu stellt und was unsere Haltung dazu ist, und schließlich dann auch dazu übergehen, an die Verantwortlichen zu appellieren, an die verantwortlichen Manager beim Projektbetreiber, das ist die APG und die Verbund AG, und schlussendlich auch an die Politik und darlegen, was wir fordern, und diesen Mittel, zu dem hier gegriffen wurde, den Hungerstreik eben beenden zu können. Also wie konnte es so weit kommen? Um das zu erklären, muss ich ein bisschen ausholen und in die Vergangenheit zurückgehen. Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass das Projekt der Salzburg-Leitung bereits 1995 in die Planungsphase ging. Also wir reden von einem Projekt, das seit 25 Jahren am Laufen ist und in 2 Teilen geplanterweise realisiert werden sollte, nämlich in einer Salzburg-Leitung 1 und in einer Salzburg-Leitung 2. Wobei die Salzburg-Leitung 1 in erster Linie sich in Oberösterreich abspielt, die geht von St. Peter, das ist in der Nähe von Braunau, die geht bis nach Elixhausen und wurde im Jahr 2011 fertiggestellt. Und die Salzburger Landesregierung hat in den Jahren 2005 bis 2009, wahrscheinlich auch, weil man gesehen hat, wie hässlich dieses Monstrum, das da von
von St. Peter bis nach Helixhausen hereinkam und über Mödelheim in Seekirchen auch eben das Salzburger Land dann betroffen hat, hat man sich bemüht, eine solche Freileitung im Salzburger Land zu verhindern. Nicht zuletzt auch deshalb, weil nämlich die Mastenhöhe und das Ausmaß der Landschaftszerstörung, das bei uns stattfinden würde im Salzburg-2-Teil, ungemein größer ist. Aufgrund der Geländeform und der flachen Geländeform in Richtung Oberösterreich sind die Masten dort keine 50 Meter hoch. Dennoch erschaudernd und entsetzlich anzusehen. Aber bei uns im Salzburger Land werden die Masten bis zu 100 Meter hoch. Aufgrund eben der alpinen Geländesituation. Und wahrscheinlich vor diesem Hintergrund hat man gesagt, das wollen wir in Salzburg nicht haben. Und so hat also unter Landesrat Eisel war das damals, hat man begonnen, darüber nachzudenken und aktiv zu werden, wie kann man die Leitung als Erdkabel, zumindest teilweise als Erdkabel, realisiert kriegen. Hat Exkursionen gemacht, wo man Delegationen zusammengestellt hat aus Politikern, aus Medienvertretern, aus Wirtschaftsleuten, aus Experten, Kabelexperten, Verlegungsexperten etc. und hat eben Kabelhersteller besucht in ganz Europa und auch 380 KV-Verlegebaustellen besucht. Gegipfelt haben die Bemühungen des Landes Salzburg darin, dass man im Jänner 2009 das als einziges Bundesland das Salzburger Landeselektrizitätsgesetz, kurz LEG, novelliert hat, den technischen Stand des Erdkabels als solchen anerkannt hat und aufgrund der Abstände, die man gefordert hat von Freileitungen ab 110 kV aufwärts, nämlich 200 Meter zu Einzelhäusern und 400 Meter zu Siedlungen, de facto verunmöglicht, dass man durch den Flachgau eine Freileitung ziehen kann unter Einhaltung dieser Abstände. Man hat also wirklich von Landesregierungsseite alles getan, um ein Erdkabel zu ermöglichen oder zu forcieren. In der Zwischenzeit, wie angekündigt, hat der Projektbetreiber APG und Verbund sich das angesehen, haben eben 2011 die Salzburg 1-Leitung in Betrieb genommen und dann darüber nachgedacht, und das ist das, was wir Ihnen vorwerfen, wie sie das Salzburger LDG nun aushebeln können, wie man da rundherum kommt, denn sie wollten weiterhin der sogenannten Haider-Doktrin, die in der Verbund AG nach wie vor herrscht, und die Haider-Doktrin lautet, es wird kein Zentimeter verkabelt. Die wollten sie weiterhin umsetzen und haben dann das Projekt geändert, haben für die Zweierleitung eine Projektänderung vorgenommen im salzburgerisch-oberösterreichischen Grenzgebiet und es dann 2014 so eingereicht, dass es eine bundesländerübergreifende Anlage ist, Leitung ist und über diesen Trick ganz elegant das Salzburger LEG ausgehebelt hat, die Bemühungen der Salzburger zunichte gemacht hat und eben dann letzten Jahres einen Baubescheid bekommen hat. Und das ist etwas, was wir massiv kritisieren. Der Baubescheid ist natürlich bekämpft worden, also es haben verschiedene Institutionen das bekämpft, also mal die IG Erdkabel zu nennen, die seit über 10 Jahren für die Verkabelung dieser Leitung kämpft auf verschiedenen Ebenen. Es haben diverse Flachgauer Gemeinden, allen voran die Gemeinde Eugendorf und die Gemeinde Koppel, sich engagiert und gegen die Leitung gekämpft, sind vertreten worden durch den Anwalt Dr. Kontschin. Und nachdem das UVP-Verfahren für diese Leitung genehmigt wurde, in Revision gegangen mit einer Beschwerde zum Bundesverwaltungsgerichtshof. Dort ist die Beschwerde aber abgewiesen worden. Allerdings wurde die Möglichkeit nicht abgewiesen, dass wir in Revision an die letzte Instanz gehen, nämlich den obersten Verwaltungsgerichtshof, kurz VGH. Und am VGH liegen also jetzt 7 Einwände und Beschwerden, die allerdings keine aufschiebende Wirkung haben. Und ich möchte nur zwei, um daher die Zeit nicht zu überstrapazieren, nennen. Zwei dieser Einsprüche sind
einerseits das fehlende SUP-Verfahren, da kommen wir dann noch drauf, und zum Zweiten die angegebene Rodungsfläche, die für die Salzburg-2-Leitung notwendig ist, die mit 200 Hektar im UVP-Verfahren angegeben wurde und genehmigt wurde, sich aber jetzt herausgestellt hat, dass es tatsächlich 800 Hektar, also das Vierfache, sind. Wir alle wissen, 800 Hektar, das klingt abstrakt, aber es handelt sich um 800.000 Bäume, zum Teil wertvollster Schutzwald in den alpinen Lagen, die wir hier in Salzburg ohne Not abholzen für eine Freileitung, die eine Vorkriegstechnologie repräsentiert und uns die E-Wirtschaft einfach den technischen Fortschritt vorenthalten möchte, aus verschiedenen Gründen. Und trotz dieser Einwände, die hier jetzt ihre Beurteilung harren, und wir kommen da dann gleich dazu, hat sich die APG ab Herbst entschlossen, den Baubescheid zu konsumieren, sprich mit den Bauarbeiten, Rodungsarbeiten zu beginnen. Und das würde ein privater Unternehmer nicht machen. Als privater Unternehmer, und ich war selbst privater Unternehmer, warte ich ab, bevor ich investiere, dass ich Rechtssicherheit habe. Und erst wenn ich Rechtssicherheit habe, dann beginne ich das Geld auszugeben und ein Projekt zu realisieren. In unserem Fall, und da kommen wir wiederum dazu, stehen die Chancen extrem hoch, dass dieser Baubescheid aufgehoben wird. Und ich frage mich, und ich stelle diese Frage hier laut, wenn man hier trotzdem zu bauen beginnt, trotz erheblichen Rechtsrisikos, da gibt es nur zwei Möglichkeiten dafür. Ich sehe nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, der Projektbetreiber weiß mehr, aber das wäre dann eine Absage an den Rechtsstaat. Das kann und möchte ich nicht glauben. Oder die zweite Möglichkeit ist, man ist sich so sicher und man ist so derartig präpotent und überzeugt davon, dass man das schon irgendwie durchbringt, dass man das Risiko für so gering erachtet und damit loslegt. Und ich glaube, zweiteres ist der Fall. Und ich glaube aber auch, dass diese Haltung Ihnen um die Ohren fliegen wird. Und da kommen wir dann später auch noch dazu. Jedenfalls, wir haben begonnen und ab Beginn dieses Jahres, 2020, haben wir dann gesehen, wie am Ringerberg in Bad Vigaun die Rodungsarbeiten von den dort lebenden Menschen blockiert wurden. Die haben sie zum Teil an die Bäume gekettet. Und einer davon ist auch hier, der Christian, der da mit dabei war, und haben wirklich über Monate verhindert, dass dieser Wald gerodet werden konnte. In diesem Zusammenhang wurden wir Flachgauer auch wachgeküsst sozusagen, oder der Widerstandswille neu erweckt. Er hat gesagt, ja eigentlich, niemand will diese Freileitung, es gibt eine Alternative eines Erdkabels. Wenn wir alle dagegen sind, dann werden wir den Bau verhindern können. Und so hat sich auch Fährkabeln etabliert im Rahmen der Waldbesetzungen in Bad Vigaun. Und ich habe dann mit einer Reihe von Mitstreitern hier am 5. April diesen Jahres den Verein Fährkabeln gegründet. Das ist noch keine 6 Monate zurück. Und wir werden wahrscheinlich heute noch oder spätestens morgen den 12.000. Unterstützer gewonnen haben. Und das ist großartig, dass wir das tun, denn es zeigt, dass wir hier offensichtlich nicht alleine sind, die diese Leitung nicht haben wollen. Es ist auch ganz wichtig, dass es das Fährkabeln von Anfang an gemacht hat und sich als Ziel gesetzt hat. Das Motto, man muss nicht unter einer Leitung wohnen, um ein Erdkabel zu wollen. Sprich, wir wollten klar machen, dass eine hässliche Freileitung, ein Landschaftsbild zerstörendes Bauwerk wie eine Freileitung, die gleichzeitig sehr ineffizient den Strom überträgt und nicht mehr zeitgemäß ist, dass das jeden von uns was angeht. Und nicht nur die, die was unmittelbar betroffen sind. Wir alle brauchen unsere Natur. Wir brauchen, glaube ich, nicht darüber diskutieren, dass wir 800 Hektar Wald in Salzburg nicht einfach mir nix, dir nix für so eine Leitung hergeben wollen. Aber es ist auch nicht schön. Und es ist auch nicht energieübertragungseffizient. Ein Kabel verliert um 30% weniger an Energie bei der Übertragung des Stroms. Und das wird bei einem Kabel auf Sicht
den Strom für uns Konsumenten billiger werden lassen. Das glauben viele nicht, aber liebe Leute, wir können das mit Fakten belegen. Es wird den Strom billiger werden lassen. Nichtsdestoweniger, wir haben viele Aktionen gemacht, das Verkabeln und gearbeitet daran. Wir sind politisch aktiv geworden, auf der juristischen Ebene weiterhin aktiv geblieben, hat der APG und der Verbund das Projekt rücksichtslos vorangetrieben. Rodungen durchgeführt, wo sie es konnten, Bauarbeiten weitergetrieben und Enteignungen weitergeführt. Währenddessen der Verein Verkabeln immer populärer wurde und mehr Unterstützer gewonnen hat, wir Aktionen gemacht haben, auch die Politik uns Zusagen gegeben hat, dass wenn ein gerichtlicher Baustopp kommt, sich die Politik wieder einschalten will und dann die Rahmenbedingungen neu diskutieren will. Das hat die unbeeindruckt gelassen und in ihrem Treiben nicht gestoppt. Im Juli, Anfang Juli, Ende Juni, Anfang Juli, haben wir dann auf der juristischen Ebene zum ersten Mal richtig Rückenwind bekommen, nämlich vom EuGH. Der EuGH hat auf der Anlassfall, wo ein belgisches oder luxemburgisches Windkraftprojekt, wo moniert wurde, dass es errichtet wurde, ohne vorher eine sogenannte SUP, eine strategische Umweltprüfung durchzuführen. Und da muss man wissen, dass alle EU-Mitgliedstaaten, auch Österreich, vor Jahren ratifiziert haben, dass eben genau solche strategische Umweltprüfungen verpflichtend zu machen sind, bevor die UVP-Prüfung durchgeführt wird für UVP-pflichtige Großprojekte. Und dieser belgische oder luxemburgische Windpark, dort wurde das nicht gemacht und das ist EuGH, das ist bis zum EuGH-Urteil raufgegangen. Der hat es dann gekippt und der hat geurteilt, dass dieses Projekt zu stoppen ist und hat gleichzeitig, es hätte nicht klarer sein können, das Urteil, hat gleichzeitig festgehalten, dass alle in der EU befindlichen UVP-pflichtigen Projekte, wo eine SUP verabsäumt wurde, sofort zu stoppen sind. Und zwar unabhängig davon, wie weit der Baufortschritt gediehen ist. Und das ist natürlich richtungsweisend. Und unsere Juristen hier im EuGH und unsere Juristen sind sich einig, dass unser Richtergremium am VGH wohl wenig Interpretationsspielraum hat, wie dieses Urteil zu interpretieren sein wird. Und eines, wie schon erwähnt, eines unserer Einsprüche ist eben das fehlende SUP-Verfahren. Und übrigens diesbezüglich läuft auch ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen die Republik Österreich. Von dem her sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass dieser Baustopp kommen wird. Und jetzt springe ich wieder zurück zu unseren Projektbetreibern. Was machen die? Seit dieses Urteil da ist, nehmen wir wahr, dass noch aggressiver und noch schneller vorangeschritten wird. Die wollen weiter Bäume fällen. Am 7. September mit der Unterstützung von 125 Polizisten hat man am Rengerberge schlussendlich geschafft, die 15 Freirettungsgegner, die dort waren, zu überwältigen sozusagen und den 3 Holzknecht-Trupps Zugang zu verschaffen zu den Waldstücken und haben den Wald, also die Mast, 2 Maststandorte plus Zufahrten umgesägt. Seitdem liegen die Bäume dort, dann werden weder ausgeastet noch sonst was, sie liegen einfach dort. Hauptsache man hat es gemacht. Es ist im Grunde genommen ein Demonstrieren der Macht und sie haben es getan, weil sie es konnten. Da möchte ich jetzt auch nochmal, bevor ich weiterfahre, die Frage stellen, ob das wirklich die Vorgehensweise ist, die man sich von einem Unternehmen oder einem Unternehmen, das der öffentlichen Hand zuzurechnen ist, vorstellt. Ist das wirklich das, was wir von einem öffentlichen Unternehmen erwarten? Sollte nicht ein höherer, ein anspruchsvollerer Handlungskodex gelten für Manager von Unternehmen, die zu über 80% uns Österreicherinnen und Österreicher gehört? Ich glaube schon.
am Ringerberg ist es weitergegangen, auch am Heuberg. Fahren, also hören wir die Muttersägen, fahren die Bagger und die Betonmischer auf und setzen die, wie wir es bezeichnen, Rückbaupunkte, manifestieren Fakten und betonieren also die Mastfundamente. Und am 1. September ist jetzt der letzte Schriftsatz von Dr. Konchin beim VGH eingegangen. Mitte August zuvor ein 220 Seiten starkes in etwa Dokument, ein Schriftsatz von der Gegenseite. Der letzte, wie gesagt, jetzt Anfang September, am 1. September dort eingegangen. Und das Richtergremium, die drei Richter, die das machen, ein Vorsitzender und zwei Beisitzende, werden sich wohl jetzt in den letzten drei, vier Wochen hier eingelesen haben. Und dadurch erwarten wir jetzt auch wirklich täglich dieses Urteil und die Aufhebung desselben. Wir werden dann, und davon gehen wir aus, einen Baustopp sehen. Und warum ist dieser Baustopp sehr wichtig? Weil wir dann erwarten, dass die Politik, das ist jedenfalls die Zusage, die wir von der Landespolitikseite und auch von Bundespolitikseite mittlerweile haben, einschreitet und die Rahmenbedingungen ändert. Das ist schlussendlich die Aufgabe der Legislative. Wir haben eine Legislative, das ist eine gesetzgebende, eine Judikative, das ist die gesetzliche Ebene und die Exekutive, die es umsetzen. Und die Politiker, Politik machen bedeutet nichts anderes als einfache Gesetze zu beschließen oder zu novellieren. Und hier geht es jetzt darum, ein einfaches Gesetz, das Bundesstarkstromwegegesetz aus dem Jahr 1968, zu novellieren und somit der Bevölkerung den Segen des technischen Fortschritts zugänglich zu machen. Zurückzukommen jetzt auf den Grund, warum wir hier Hungerstreikende haben, die zu diesem Mittel greifen. Es ist ein drastisches Mittel, wie schon erwähnt. Aber wenn wir uns anschauen müssen, wie trotzdem wir täglich das Urteil erwarten, und das weiß auch die andere Seite, die können nicht sagen und hier eine Zeichen der Deeskalation setzen und sagen, wir warten jetzt das Urteil ab und machen dann weiter, wenn es für uns positiv ist oder eben nicht. Nein, man treibt es auf die Spitze. Und das ist genau das Milieu, das es hier braucht, was die Leute, die in der Gegend wohnen, in die Verzweiflung und in die Raserei fast treibt. Es ist eines oder wahrscheinlich das letzte legale Mittel, das uns bleibt, um zu zeigen, wie ernst es uns ist, dass wir diese Freileitung nicht haben wollen und ein Erdkabel stattdessen wünschen. Und deshalb sind diese Leute hier den 15. Tag. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal die Rolle von Verkabeln dazu offiziell darlegen. Wir unterstützen unsere Hungerstreikenden. Wir unterstützen sie logistisch, wir unterstützen sie mental und moralisch. Und ich darf an dieser Stelle auch eine persönliche Ankündigung machen. Ich werde mich ab Sonntag den Hungerstreikenden hier anschließen und auf den Mozartplatz ziehen und hoffe, dass es nicht allzu lange sein muss. Ich hoffe damit, es ein bisschen besser, verständlicher gemacht zu haben, warum man das macht. Und ich möchte auf ein Beispiel verweisen. Es hat ein sicherlich Ihnen allen sehr bekannter Mann, Dr. Ferdinand Wegscheider, hier vor gut 20 Jahren auch einen Hungerstreik gemacht. Was er damals, wogegen er protestiert hat, war, dass man mit Peilsender und Hubschrauber seine Sensestation auffindig gemacht hat, dicht gemacht hat, weil man nicht wollte, dass es neben dem ORF noch Privatmedien gibt, private Rundfunkstationen. Und er hat das erreicht, das war vor über 20 Jahren, hat der Ferdinand Wegscheider durch einen Hungerstreik das erreicht. Etwas, was wir heute als vollkommen selbstverständlich erwarten, dass es auch private Sender gibt. Daher möchte ich euch aufrufen, das auch zu unterstützen. Ja? Wir werden wahrscheinlich in 30 Jahren und unsere Kinder noch viel mehr sich darüber erfreuen können, dass wir es
geschafft haben, für Sie dann ganz selbstverständlich das Erdkabel verlegt werden und nicht diese Freileitungsmonster. Ich komme dann zum Ende und das ist jetzt der Aufruf und der Appell an die verantwortlichen Manager. Die Manager dieser Betriebe, der APG, das sind die beiden Vorstände, der technische Vorstand, der Herr Christina, und der Finanzvorstand, der Herr Karal. Und beim Verbund sind es drei Vorstände, der Vorstandsvorsitzende noch, der Herr Anzengruber, sein Vize und künftiger Nachfolger, der Herr Strugel und der Herr Kohlmann als Chief Financial Officer. Das sind die Manager, die verantwortlich sind für dieses Treiben. Und das sind auch die Manager, die es in der Hand haben, jederzeit zu sagen, okay, jetzt geht das Projekt seit 25 Jahren. Jetzt werden wir doch die paar Tage oder paar Wochen abwarten, bis wir entweder Rechtssicherheit haben oder das aufgehoben wird und müssen die Situation nicht weiter eskalieren. Sie haben es in der Hand, da noch mehr Öl ins Feuer zu gießen oder nicht. Und unser Appell ist, meine Herren, Herr Christina, Herr Karal, Herr Anzengruber, Herr Strugl und Herr Kohlmann, kommen Sie zur Besinnung und setzen Sie dem Treiben ein Ende. Und gehen Sie mit der Zeit, sonst gehen Sie mit der Zeit. Denn mit repressivem Vorgehen und mit Gewalt hat man auf Dauer noch nie gesellschaftliche Meinungsbildungsprozesse blockieren oder hintanhalten können. Vielleicht verzögern, aber noch nie hat man es angehalten und man hat schon ganz andere Gewalten und Regime fallen sehen. In dem Sinne hoffen wir, dass Sie das hören und da endlich zur Besinnung kommen und diesen unwürdigen Treiben als Vertreter staatsnaher Betriebe oder Verwalter staatsnaher Betriebe hier zur Besinnung kommen. Und dann gehen wir weiter zur Politik. Schlussendlich, wie schon gesagt, ist die Politik unsere Legislative und ist verantwortlich durch das Beschließen und Novellieren einfacher Gesetze, die optimalen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es uns in Österreich ja gut geht. Und Freileitungssysteme, die hässlich sind, die gesundheitsschädlich sind, die landschafts- und naturzerstörerisch sind, brauchen wir nicht mehr, wenn es eine moderne Alternative in Form von Erdkabel gibt. Und daher fordern wir von der Politik, die Rahmenbedingungen entsprechend abzuändern und dieses Bundesstarkstromwegegesetz aus dem Jahr 1968 endgültig zu novellieren. Die Erdkabel als technischen Standard anzuerkennen und gleichzeitig mit den verbleibenden 8 Bundesländern, Salzburg hat es ja schon, auch die korrespondierenden Landesenergiegesetze mit abzuändern. Und hier konkret nehmen wir in die Verpflichtung unseren Bundeskanzler Sebastian Kurz mit seiner gesamten Regierung. Bitte lasst es lautstark hören, dass ihr das auch wollt. Vielen Dank, das sollte nicht unüberhört bleiben. Das Gleiche wünsche ich mir auch von unserem Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer, dass er auch einwirkt jetzt auf die Leute. Wir wissen, dass die Politik jetzt auf die Projektbetreiber keine direkte Handhabe hat, sehr wohl aber einen starken Einfluss. Und ich denke, es würde Ihnen, Herr Landeshauptmann, und auch Ihnen, Herr Bundeskanzler Kurz, sehr, sehr gut zu Gesichte stehen, denn einzuwirken auf die Projektbetreiber und zu sagen, sie sollen uns warten, bis das Urteil am Tisch liegt. Und dann alle Leute an den Tisch holen, wie gesagt, die Aufhebung des Baubescheides durch den VGH ist die Zäsur, die es braucht, wo eine Politik gesichtswahrend einschreiten kann. Niemand kann ihr dann vorwerfen, wenn man dann sagt, jetzt schauen wir uns mal an, was sich gesellschaftlich getan hat. Und dann stellt man eben fest, dass in der Gesellschaft, in der Bevölkerung hier ein Meinungsschwenk stattgefunden hat.
man steht hier diesem Thema nicht mehr indifferent gegenüber, sondern man ist ganz klar für ein Erdkabel. Mit jedem, also mit 9 von 10, mit denen ich spreche und wo wir außer Streit stellen, dass ein Erdkabel technisch machbar ist, finanziell machbar ist, stellt sich die Frage, ja, warum machen die dann immer noch Freileitungen? Und das ist eben das, was wir als Verkabler hier auch ausgelöst haben, was unsere Aufgabe ist. Daher an dieser Stelle auch meine Bitte an euch alle, bleibt extrem aktiv im Überzeugen von Menschen. Die meisten Leute wissen noch nichts. Viele Leute, gerade heute ist mir berichtet worden, kommen her und sagen, wir wohnen in Gastein und was ihr da wollt, ihr dreht uns ja das Licht ab, wenn wir keinen Strom mehr haben und die Lifte müssen auch laufen. Die Leute verstehen nicht, dass ein Erdkabel den Strom besser nach Gastein überträgt als eine Freileitung. Bitte helft uns weiterhin, viele Unterstützer zu gewinnen. Das ist das, was unsere Politiker brauchen, um dann auch gegenüber der Stromlobby sagen zu können, wir haben das Volk zu vertreten. Und in der Bevölkerung gibt es eine klare Meinung und die lautet Erdkabel und daher ändern wir das Gesetz. Das ist dann keine Anlassgesetzgebung oder keine Eingriffsgesetzgebung, sondern das ist dann einfach nur, man folgt den Zeichen der Zeit und man erfüllt die Wünsche der Bevölkerung. Und die müssen wir, und das ist unsere Aufgabe, das kann ich nicht laut genug sagen, es ist unsere Aufgabe, diesen Wunsch Ausdruck zu verleihen, indem er zu einer Veranstaltung von Verkabeln kommt, indem er über das Thema spricht, mit seinen Freunden, Verwandten, Bekannten, Familie, sodass unsere Verkabler-Familie, die jetzt in Salzburg bei 12.000 sind, österreichweit bei 40.000 ist, dass wir in Salzburg bald auf 20.000 kommen und österreichweit in Richtung 100.000. Das ist das, was wir erreichen müssen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen. Unterstützt unsere Hungerstreikenden, die mit Körpereinsatz hier unsere Sache vorantreiben und erklärt es auch Leuten, die dem vielleicht kritisch gegenüberstehen. Wir sind und bleiben eine positive, eine bejahende Bürgerbewegung pro Erdkabel, auch wenn wir mal zu einem sehr, sehr drastischen Mittel, einem Hungerstreik greifen müssen. In dem Sinne, danke und genießt den Rückwärtigkeittag. Egal, ob das ist, dass uns der Wärme Tee bringt oder dass sie uns schreibt oder sonst was, ich kann es gar nicht sagen, wie uns das wirklich Kraft gibt. Und wir sind auf euch genauso stolz oder vielleicht nur so noch stolzer, dass ihr draußen da weiterkämpft, während wir da fast Urlaub machen. Vielen, vielen Dank. Nur anschließen, was die Sabine gesagt hat, also ohne euch wären wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr da. Der Gemüsesud, der Tee, der jeden Tag kommt und jetzt kriegen wir auch noch ein wärmendes Zelt da hinten aufgestellt, was gar nicht so wenig Arbeit ist, das für uns zu machen, damit wir die nächsten kalten Tage auch noch überstehen können. Und vielen, vielen herzlichen Dank. Christian Müller, der Dritte im Bunde, den kennt sie ja schon, den habe ich ja in meinem letzten Video schon interviewt gehabt. Der ist leider kollabiert. Er ist doch sehr groß auch, ich glaube 1,96, wenn ich mich noch erinnern kann, hat er gesagt. Auch sehr schlank, wie ihr sehen könnt. Und da hat mir ihm schon eine Zuckerinfusion verabreicht, wie sie da auch am Arm schon sehen könntet. Darum, ich habe mich generell an den Tag ein bisschen mehr zurückgehalten, ich habe keinen interviewt. Ich wollte Christian Müller schon lange mal nicht an die Pelle rücken. Ihr seht ja, Servus TV hat ihn eh schon auch interviewt gehabt an dem Tag. Da sollte sie jetzt einfach jetzt einmal wieder zu Kräften kommen und er braucht jetzt auch nicht so viel Rummel um sich, habe ich mir gedacht. Darum schaut bei Servus TV in der Mediathek nach.
Da seht ihr auch sicher das Interview von Herrn Franz Fuchsberger, das habe ich auch gesehen, dass das Team von Servus TV dort auch ihn interviewt haben, die anderen Teilnehmer. Ich glaube, die vier Kabler würden sich sicher freuen, wenn es beim nächsten Mal auch mit dabei seid, live. Ich glaube, ihr dürft schon recht einen guten Eindruck von den vier Kablern jetzt haben. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link, Hinweis zu den anderen drei Videodokumentationen, was ich über die vier Kabler gemacht habe. Also ich glaube, da könnt sich ein gutes, rundes Bild schon mal machen. Drum, es hat mich gefreut, dass alle wieder mit dabei wart. Ich habe sie seht ja da auf dem Video. Das klingt die Demonstration von im Sinne von Ruperti Kirtok ab. Aber die von Verkabeln, die Eva, die Sabine und der Christian, werden dann teilweise am Wochenende eben abgelöst, wie von Herrn Franz Fuchsberger, wie ihr es gehört habt. Und sicher noch hoffentlich noch von anderen ergänzt, wenn wir doch hoffen, dass nicht nur bei den drei bleiben wird, oder? Okay, somit möchte ich das Video gerne mit den vier Kablern abschließen, mit dieser wunderbaren Salzburger Straßenkünstlerin. Aber ich kann euch nur empfehlen, schaut einfach mal so rund um den Kapitelplatz, Residenz und auch den Mozartplatz, da sitzt sie immer. Und hier sitzt sie eben jetzt bei den vier Kablern und spendet ihnen ein bisschen eine musikalische Unterstützung. Und so möchte ich vielleicht mit dieser Straßenmusikerin auch noch anregen, weil es eben nicht nur Verkabeln gibt, ja. Wir müssen auch unsere Künstler schützen, finde ich, ja. Darum gibt es auch die Fair Pay Organisation. Ich habe auch die schon mal ja, begleitet gehabt und in der Videobeschreibung findet ihr auch dort den Link zu dem Video, wo ihr dann seht, dass auch in diesen schweren Zeiten die Künstler ganz besondere Unterstützung brauchen, um ihre Existenz aufrechterhalten zu können. Und somit bedanke ich mich, dass ihr wieder bei Crypto TV vorbeigeschaut habt. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Oder wir uns sogar wirklich live an den vielen Orten, wo ich so spazieren gehe, treffen würden. Okay dann. Baba. Thank you.